Wachstumsfinanzierung über Private Equity? Darüber spreche ich mit Matthias Weidner und Sergej Lehmann von der Deutschen Private Equity. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler. Herzlich willkommen bei den Davicon CFO Insights. Und im Rahmen dieser Serie zu Investorenprofilen kommen wir natürlich auch um das Private Equity nicht rum. Und da habe ich mir heute zwei Gesprächspartner eingeladen, wo das Unternehmen sogar schon das Private Equity im Namen trägt, nämlich die DPE, die Deutsche Private Equity. Und bei mir ist Matthias Weidner und Sergej Lehmann. Herzlich willkommen und stellt euch gerne mal vor, wer seid ihr, was macht ihr, was macht die DPE? Und dann gehen wir mal in das Thema rein, was eigentlich Private Equity ist. Ja, hallo Daniel. Vielen Dank erstmal für die Einladung, dass wir uns hier ein bisschen präsentieren können und auch ein bisschen was über DPE und generell über Private Equity berichten können. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin seit etwa 30 Jahren in der Finanzbranche tätig, davon 25 Jahre auf der M&A-Beraterseite und jetzt seit knapp 6 Jahren bei DPE, Deutsche Private Equity. Davor bin ich operativ tätig gewesen in mittelständischen Unternehmen als Geschäftsführer. Und bei Deutsche Private Equity stehe ich so ganz am Anfang der Wertschöpfungskette. Ich verantworte dort das Business Development und ein großer Teil des Business Development ist das Deal Sourcing. Und da wird mich sicherlich der ein oder andere der Zuhörer aus Gesprächen oder Veranstaltungen kennen. Das heißt also, ich schaue tatsächlich, wo gibt es für DPE interessante, attraktive Transaktionen oder Beteiligungen und gebe diese Informationen dann an meine Kollegen wie Sergej Lehmann weiter intern, der das dann weiter mit seinem Team betreut. Genau. Danke, Matthias, für deine kurze Vorstellung. Mein Name ist Sergej Lehmann. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, 36 Jahre alt. Ich bin seit knapp 15 Jahren in der Finanzindustrie, auch zufällig seit 6 Jahren bei DPE. Ich habe nämlich mit Matthias gleichzeitig angefangen, damals. Und so wie Matthias schon richtig gesagt hat, bei uns gibt es da die klare Abgrenzung, was er macht und was das Investmentteam macht, wo ich arbeite. Und zwar der Matthias, der ist sehr stark im Bereich Netzwerken unterwegs, kennt den ganzen Markt und sieht sehr viele Möglichkeiten im Markt, die er dann, sobald die kommen, auch an uns weitergibt. Das heißt, mein Team und ich, wir schauen uns vor allem Investments an. Das heißt, Unternehmen, die interessiert sind an einem Verkauf oder an einer Partnerschaft mit uns, machen typischerweise die Erstansprache, das Ersttreffen, dann die Analyse dazu. Und wenn man sich dann findet und in eine Partnerschaft geht, dann auch das Portfolio-Management über die gesamte Zeit und dann eben gemeinsam auch Themen wie zum Beispiel Finanzierung oder weitere Unternehmenszukäufe. Zu dem Thema kommen wir dann auch später. Vielleicht sollten wir ganz kurz noch mal ein bisschen auf DPE eingehen. Vielleicht ganz kurz, DPE gibt es seit etwa 15 Jahren, 2007, also vor der Lehman-Krise gegründet, mit einem Konzept, das dem einen oder anderen doch verwundert hat. Wir haben eher so einen unternehmerischen Approach. Das heißt also, wir wollen nicht unbedingt nur 100% Beteiligung machen. Wir machen in Einzelfällen auch Minderheiten. Wir leveragen nicht so hoch, das heißt, wir wollen die Unternehmen nicht bis unter das Dach verschulden, sondern wollen ihnen genügend Luft lassen zum Atmen für ihr Wachstum. Wir entnehmen zum Beispiel auch deshalb während der Haltedauer keinerlei Renditen, sondern die erwirtschafteten Gewinne stehen den Unternehmen für ihr Wachstum weiterhin zur Verfügung. Wir sind auch niemand, der jetzt hier nur mal für 2 Jahre reingeht, sondern wir haben typischerweise etwas längere Laufzeiten. Das sieht man auch an der Laufzeit unserer Fonds, die eine Laufzeit von 11 Jahren plus 2 Jahre als Verlängerungsoption haben. Wir beteiligen in der Regel das Management zurück oder den Altgesellschafter und wir ermöglichen auch den Gesellschaftern einen Teil des von uns als Beteiligungskapital bekommenen Geldes in den Fonds zu reinvestieren, in den ihr Unternehmen. Wir sind in der Dachregion unterwegs, das heißt also, wir suchen tatsächlich wachstumsstarke, etablierte mittelständische Unternehmen in der Dachregion. Das sind üblicherweise Unternehmen aus den Bereichen Healthcare, industrielle Technologie, Business Services, alles was Energie- und Umwelttechnik ist und IT-Software, Digitalisierungsthemen. Wobei die Unternehmen in der Regel eine starke Basis für eine Buy-and-Build-Strategie sein sollen und deswegen nicht so ganz, ganz klein sind. Als Nukleus einer Buy-and-Build-Strategie suchen wir Unternehmen, die etwa 40, 50 Millionen Euro Umsatz generieren,
schönes Wachstum von vielleicht 10% an den Tag legen, etwa 10% Rendite erwirtschaften und in einem fragmentierten Markt sind. Das ist für uns wichtig, damit wir gemeinsam mit dem Unternehmen da als Konsolidierer auftreten können. Und wie eben erwähnt, wir machen Mehrheiten, Minderheiten, Nachfolgeregelung ist für uns ein attraktives, interessantes Thema, aber auch Management Buyouts und auch Public to Private. Das vielleicht mal in a nutshell zu DPE. Super, vielen Dank. Auf ein paar Begriffe gehen wir gleich noch ein. Zum Beispiel, was ist eine Buy- und Build-Strategie und wie sieht sowas aus? Aber wichtig ist heute mal, ja, vielleicht auch ein bisschen mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass Private Equity gleich immer diese Heuschrecken sind, die so vor 10 Jahren mal durch die Presse gegangen sind, sondern dass es hier durchaus eine Option für den Mittelstand ist. Du hattest gerade schon gesagt, Nachfolgethematiken oder auch Wachstumsthematiken. Und deswegen lass uns mal abgrenzen. Private Equity ist ja nicht alles das Gleiche, sondern es gibt ja bestimmte Schwerpunkte. Wollt ihr dazu mal was sagen? Ja, also natürlich vollkommen recht. Im Grunde genommen kann man 3 große Bereiche der Private Equity oder überhaupt der Finanzinvestoren-Szene mal definieren. Es gibt da sicherlich dann auch noch Nuancen. Aber das eine sind die Frühphasenfinanzierer, die also sehr junge Unternehmen, Start-ups, vielleicht sogar noch vor der Gründung betreuen, Venture Capital, Early Stage, also alles das, was wirklich sehr junge Unternehmen sind. Dann gibt es auf der anderen Seite des Spektrums natürlich die, die vielleicht nicht so gut performen, die Distressed-Fälle oder aber sogar Insolvenzunternehmen. Und daraus resultierte letztendlich auch vor 15 Jahren oder mehr sogar der Begriff der Heuschrecke. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ein Unternehmen, das nicht so gut performt, braucht auch jemanden, der wirklich sehr konsequent vorgeht und der nicht mit Wattebäuschen wirft, sondern der wirklich sagt, das ist jetzt die Strategie, um einen Großteil der Unternehmensanteile oder Mitarbeiter und Arbeitsplätze zu retten, müssen wir hier sehr konsequent vorgehen. Und wir bewegen uns in der Mitte. Wir sind also wirklich reiner Wachstumsfinanzierer. Das heißt also, wir unterstützen die Unternehmen dabei, ihre Wachstumspotenziale in ihren Märkten zu heben. Das ist unsere Aufgabe. Ja, ich glaube, diese Vorurteile, so will ich es mal nennen, die kennen wir natürlich schon ziemlich lang. Also ich hab relativ früh Berührungspunkte gehabt mit der Private Equity Industrie, schon während dem Studium. Das heißt, vor knapp 20 Jahren, da war dieses Sentiment, würde ich sagen, auch schon bestehend. Wenn man dann quasi in die Industrie eintaucht und die Menschen kennenlernt, dann kann man da schon differenzieren. Es gab in der Vergangenheit wahrscheinlich Fälle, ja, wo wirklich Unternehmen einen Nachteil hatten, ja, dadurch, weil eben die Motive anders waren, dieser Private Equity Manager. Das hat sich aus meiner Sicht aber sehr stark gewandelt. Ich kann das auch nur von der DPE auch nochmal erzählen. Wir sind ein Wachstumsinvestor. Unser Fokus ist sozusagen mit dem Unternehmen zusammen zu wachsen. Deswegen haben wir auch zum Beispiel ein KPI bei uns, ist der Jobbarometer. Das ist ein KPI, wo wir tracken, wie viele Mitarbeiter die Unternehmen einstellen, wie viele Mitarbeiter wir organisch gewinnen. Und da haben wir jetzt über die Laufzeit von der DPE in den vergangenen 15 Jahren 4.000 Arbeitsplätze generiert. Ja? Mhm. Weil, neu geschaffen, nicht durch Akquisitionen erworben, sondern wirklich neu geschaffen. Organisches Wachstum. Organisch, genau. Also Leute eingestellt, Management-Teams aufgebaut etc., weil ohne eben diese Mitarbeiter kein Wachstum möglich ist. Und das ist halt ein starker Kontrast zu dem, was eben in der Anfangszeit des Private Equity, wo Firmen einfach erworben wurden mit dem Ziel, größtmöglichen Profit da zu erwirtschaften, kurzfristig. Die Zeiten sind aus meiner Sicht vorbei. Ich kenne sehr viele Leute in dieser Industrie und auch die meisten denken nicht so, sondern es geht wirklich darum, man erwirbt eine Firma, und meistens auch in Partnerschaft mit dem Altgesellschafter oder dem Management oder beiden und versucht, diese Firma besser zu machen. Und damit einhergehend kommen natürlich die positiven Themen, dass man Mitarbeiter aufbaut, dass man die Firma strategisch unterstützt und das Management auch ein bisschen Freihand gibt, dass die ihre Vision umsetzen können. Ergänzend möchte ich dazu sagen, dass früher, du hast es eben gesagt, Sergej, war ja im Grunde genommen die Kerntätigkeit von Finanzinvestoren so das sogenannte Financial Engineering. Das heißt also, da hat man wirklich versucht, die Zahlen zu optimieren und das sehr stark natürlich eher buchgetrieben, weniger in der Operative. Nun ist DPE ein verwaltender Fonds. Wir sind kein operativer Fonds. Wir gehen also nicht in die operative Verantwortung hinein oder übernehmen das Management, sondern wir unterstützen im Grunde genommen als Sparringspartner mit der Erfahrung, die Sergej und seine Kollegen und Kolleginnen mitbringen, mit unseren Netzwerken, mit unserem Kapital. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Das heißt also, wir wollen mit dem Management und den Mitgesellschaftern gemeinsam die Unternehmen so nachhaltig positionieren, dass sie in der Lage sind, auch wirklich diese Buy-and-Build-Strategien, auf die wir gleich auch noch eingehen,
möglichst gut zu verkraften, zu verarbeiten, weil das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, so Zukäufe zu implementieren, zu integrieren. Post-Merger Integration ist das Stichwort hier. Aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Wir haben da verschiedene Projekte und Prozesse. Ja, da können wir eigentlich direkt jetzt drauf eingehen, weil diesen Podcast hören ja nun auch einige Unternehmer, von denen ich das auch weiß. Und den einen oder anderen treibt entweder die Nachfolge um, das hattest du eben auch schon gesagt, Matthias, oder aber wirklich das Wachstum, gerade im IT-Segment, dass man sagt, naja, ich möchte eigentlich jetzt mit meinen Produkten und mit meinen Mitarbeitern den nächsten Schritt machen. Jetzt hören die diesen Podcast und sagen, naja, ich habe jetzt gehört, Buy and Build. Was ist das? Ich glaube, es ist eigentlich nicht so kompliziert, wie sich das anhört. Also im Kern geht es darum, dass man ein Unternehmen erwirbt oder mit einem Unternehmen in die Partnerschaft geht und mit diesem Unternehmen als Plattform oder Nukleus, so wird das hier bezeichnet in dieser Industrie, eine Wachstumsstrategie fährt, wo neben organischem Wachstum auch weitere Unternehmen zugekauft werden. Diese Zukäufe werden etwas, ich würde sagen, etwas despektierlich als Add-ons bezeichnet. Das ist einfach das Wording in der Industrie, aber Add-ons sollten nicht despektierlich verstanden werden, weil das sind wirklich sehr starke Firmen, die da hinzugekauft werden, die meistens in der Größe etwas kleiner sind, aber perfekt zu der Plattform passen. Also ich finde, Add-ons ist wahrscheinlich etwas schlecht gewordet, ja, schlechte Bezeichnung für etwas, was eigentlich was Tolles ist, ja. Mhm. Also Buy-and-Build-Strategie ist eine Strategie, in der ein Unternehmen weitere Firmen dazukauft und man zusammen quasi ein Unternehmen schafft, was ja A, deutlich größer ist, wahrscheinlich mehr Services oder Produkte anbietet und dann auch am Ende einen strategischen Wert hat für einen Käufer. Ja, nach der Investitionsperiode. Und typischerweise ist die Investitionsperiode bei Buy-and-Build-Strategien länger als bei einer Strategie ohne Zukäufe, weil man eben, wie der Matthias sagt, diese Firmen auch integrieren muss. Das heißt, man kann nicht wahllos Firmen zukaufen und das machen wir auch nicht, sondern das geht nur in Abstimmung mit dem Management und den hinzugekauften Unternehmen am Ende, sondern man muss das schon bedacht machen und auch so, dass das am Ende etwas ergibt, was sinnvoll ist. Ja, also 1+1 muss größer 2 sein bei der Strategie. Und was wir in der Vergangenheit sehr häufig gemacht haben, DPE ist ein Buy-and-Build-Experte. Wir haben in über 35 Firmen als Plattform investiert über unsere Laufzeit und für diese Firmen haben wir über 100 Add-ons gekauft. Das heißt, pro Unternehmen kommt bei uns im Schnitt, kommen bei uns 3 Zukäufe noch dazu. Das variiert natürlich pro Unternehmen. Manche haben nur einen Zukauf oder gar keinen, weil sie selbst sehr stark wachsen und da keine Zukäufe benötigen, in Anführungszeichen. Und bei einigen Industrien, wie zum Beispiel im Bereich Bau, baunahe Dienstleistungen, ist es eigentlich gang und gäbe, Unternehmen hinzuzukaufen, weil der Markt sehr stark fragmentiert ist. Da gibt es so viele Kleinstfirmen, die man dazu erwerben kann, die auch alle die Nachfolgethematik haben, dass man da eher auch angesprochen wird, wenn man eine Plattform hat zum Teil. Also da möchte ich mal nochmal kurz reingrätschen. Sergej, du hast zu Recht gesagt, bei einigen Plattformen sind Zukäufe nicht notwendig, weil die ein sehr starkes, eigenes, dynamisches, organisches Wachstum an den Tag legen. Bei anderen ist es so, dass es halt doch sehr viele sind. Das haben wir zum Teil sogar sehr exzessiv betrieben. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben 2011 in ein Unternehmen der technischen Gebäudeausrüstung in Gelsenkirchen, war es, glaube ich, investiert, damals etwa 50 Millionen Euro Umsatz im Rahmen einer Nachfolgeregelung. Mhm. Ich verkürze das Ganze jetzt mal. Wir haben dann den Junior sozusagen wieder rückbeteiligt und gemeinsam mit dem Junior haben wir insgesamt 36 Zukäufe getätigt, sodass das Unternehmen von ehemals etwa 50 Millionen Euro Umsatz, 12 Standorten und 200 Mitarbeitern gewachsen ist, innerhalb von 7 Jahren auf etwa 2000 Mitarbeiter, 94 Standorte und 330 Millionen Euro Umsatz. Also das ist das, was wir meinen, indem wir sagen, wir müssen das Unternehmen einen starken Nukleus haben, um dann diese tollen Akquisitionen, Add-on-Akquisitionen mit integrieren zu können. Denn diese Add-on-Akquisitionen machen ja dann den Gesamtwert des neuen Unternehmens aus. Und deswegen sind die auch sehr wichtig und nicht als Fußnote zu sehen. Ganz im Gegenteil. Ja, deswegen ist dieser Begriff vielleicht auch so ein bisschen misslich, weil Plattform kann ich eigentlich nur sein, das habt ihr ja eben schon mal gesagt, wenn ich ab 40 Millionen Umsatz und Profitabilität von 10% Wachstum und 10% Profitabilität. Ne? So hatte ich das eben verstanden. Und ein Add-on sind dann halt die Unternehmen, die dort gut hereinpassen würden. Wo aber dann ja die Frage ist, was passiert mit dem alten Management? Also wenn ich jetzt sage, na, schade, ich mache nur 25 Millionen Euro Umsatz. Ich bin jetzt nur ein
Add-on. Was passiert mit mir, wenn ich jetzt dort aufgekauft werde oder wenn ich jetzt verkaufe als Eigentümer an ein Plattformunternehmen? Da kann Sergej gleich was zu sagen. Ich möchte nur noch mal erwähnen, nicht, dass das jetzt hier untergeht. Add-ons müssen nicht 40 Millionen Euro Umsatz haben, sondern Add-ons sind in der Regel etwas kleiner. Sergej, vielleicht sagst du mal nochmal dazu, wie sieht so ein typisches Add-on aus oder wie kann das aussehen? Ja, das ist eben die Schwierigkeit hier, über typische Add-ons zu sprechen, weil Add-ons können in Einzelfällen auch größer sein als die Plattform. Also man darf sich nicht Add-ons als kleine Unternehmen vorstellen mit 5 Millionen Umsatz. Häufig ist es das, aber es gibt auch Fälle, wo wir Add-ons erworben haben, die zum Beispiel gleich groß oder größer als der Nukleus zum Beginn der Investition waren. Es kommt wirklich darauf an, wie eben die Unternehmen zusammenpassen. Aber typischerweise, gebe ich dir recht, Matthias, typischerweise sind Add-ons in der Größenordnung von 10 bis 30 Millionen Umsatz mit einer gewissen Profitabilität und haben häufig ein Wachstumsplateau erreicht, wo sie nicht mehr weiterkommen ohne fremde Hilfe. Ja, also die haben sich gut entwickelt, aber haben da eine gewisse Größe erreicht, wo sie dann eben mit dem nächstgrößeren im Wettbewerb stehen oder geografisch expandieren müssten oder neue Dienstleistungen oder Produkte anbieten müssten. Und dann bietet es sich an, sozusagen vielleicht, wenn man sozusagen diese Motivation hat, in eine größere Gruppe aufzugehen. Und die Frage war ja, was passiert mit dem Management so eines Add-ons? Das ist auch abhängig von der Situation. Manchmal wollen die Manager einfach eine Nachfolge haben und das Unternehmen verlassen, weil sie in den Ruhestand gehen oder sozusagen ihr Unternehmen in sichere Hände geben wollen, wo es sich weiterentwickelt mit den Mitarbeitern, aber selbst nicht mehr dafür verantwortlich sein müssen. Ja? Mhm. Das passiert häufig. Das ist insofern nicht schlimm, als dass die Plattform natürlich auch ein Management hat oder man dann eine Lösung findet, wo ein neues Management reinkommt. Bei einigen Fällen ist es aber so, dass die Add-ons, und deswegen sage ich Add-ons, ist eigentlich wirklich der falsche Begriff, die Unternehmen, die wir erwerben als Add-ons, häufig noch Unternehmer geführt sind. Und diese Unternehmer wollen natürlich weitermachen. Ja, die wollen ja ihr Baby nicht sozusagen veräußern und dann aufhören, sondern die haben diese Problematiken, dass sie vielleicht keine Nachfolge haben oder kein zweites Management, aber sich in einer größeren Gruppe wiederfinden, aber dann natürlich auch eine Funktion haben müssen, wo sie weiter ihren Unternehmergeist ausleben können. Und das passiert auch sehr häufig, dass man da eine Lösung findet. Das ist jetzt bei zum Beispiel einem IT-Services-Unternehmen in unserem Portfolio gang und gäbe, dass man, wenn man die Unternehmen zukauft, dass das Management eine neue Funktion erhält und quasi einen neuen Bereich aufbaut beispielsweise und da sozusagen auch auf die Mitarbeiter der anderen Bereiche zum Teil zugreifen kann und man sich so aufstellt, dass eben der Unternehmer weiterhin seine Firma managt, aber vielleicht sogar noch mit einem Potenzial, nochmal doppelt oder dreifach so groß zu werden in einer größeren Gruppe. Das heißt, das kommt wirklich auf den Einzelfall an, was sozusagen die Motivation des Managements ist, was die Plattform sozusagen vorhat. Aber häufig ist es so, ich sag mal, generell ist es schwer, eine Firma zu übernehmen, wo das Management sofort sozusagen die Firma verlässt. Absolut. Weil dann häufig die Mitarbeiter auch weg sind und das hat einen Magneteffekt und dann bringt es uns ja nichts, die Firma zu erwerben, wenn man dann am Ende die Mitarbeiter nicht hat. Ja, das ist in Dienstleistungsfirmen der Fall. Deswegen versuchen wir immer sozusagen schon vorab, wenn man das erste Gespräch hat, herauszufinden, was die Partei eigentlich will und dann zu schauen, ob das zusammenpasst. Also solche Gespräche finden sehr häufig statt und wenn es zu dem Zeitpunkt nicht zusammenpasst, dann weiß man wenigstens sozusagen, woran man ist. Aber häufig findet man auch eine Lösung und dann werden die Zukäufe getätigt. Ja, oftmals ist ja der Hintergrund auch, wenn ich jetzt mal sage, ich bin das Add-on, dass ich ja doch schon die Hoffnung habe, dann mit euch weiter zu wachsen, aber vielleicht in einem anderen Konstrukt, wo ich vielleicht nicht mehr an vorderster Front stehe, aber ich habe ja bewiesen, dass ich als Unternehmer durchaus ein Unternehmen erfolgreich aufbauen kann. Also auch wer 10 bis 30 Millionen Euro Umsatz macht, hat ja bewiesen, dass er als Unternehmer erfolgreich ist. Und da ist einfach nur die Frage, wie findet man sich in so einem Konstrukt wieder? Und ganz konkret vielleicht mal, könnt ihr mal den Prozess beschreiben, wenn ihr euch jetzt einig geworden seid, was so nach dem Closing eigentlich dann passiert? Weil ihr habt eben Post-Merger Integration angesprochen und bestimmt gibt es noch einige andere Prozesse. Ihr seid nicht operativ tätig, das habt ihr auch schon gesagt, aber irgendwo fügt sich das ja zusammen. Ja, ich glaube, da müssen wir differenzieren zwischen einem Plattform-Investment und einem Add-on-Investment. Beim Add-on-Investment ist es so, dass das Management der Plattform deutlich stärker involviert ist, weil ja eine bestehende Plattform schon existiert und man die Post-Merger-Integration, damit haben wir ehrlicherweise
sehr wenig zu tun, weil es eine bestehende Plattform ist und das Management sich darum kümmert. Bei einer Plattform ist es etwas anders, weil wir ja ein neues Investment tätigen und es da ja keine bestehende Plattform in dem Sinne gibt und kein Management, sondern wir uns finden gemeinsam. Und da ist es so, wenn man sich einigt und dann ein Signing hat, das ist typischerweise die Unterschrift des Kaufvertrags sowie weitere Verträge in dem Zusammenhang und dann sozusagen das Closing naht, das ist sozusagen die Vollendung des Signings, dann ist es so, dass man sich sehr weit davor bereits zusammensetzt und einen 100-Tage-Plan gemeinsam definiert. Also das ist nicht so, dass man erst ab Closing zusammen sich hinsetzt und schaut, was man macht, sondern das ist schon nach dem Erstgespräch wird ein Plan oder ein gemeinsamer Plan entworfen, wie es denn weitergeht. Also das ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess und da werden alle Themen hinsichtlich Umsatzwachstum, Dienstleistungsprodukt, Angebot, Management, Aufstellung, Mitarbeitergewinnung und Churn-Vermeidung und sozusagen auch der Buy-and-Build-Strategie werden da schon vordefiniert. Es ist nur so, dass man vor dem Signing ja häufig noch nicht sich so gut kennt, sodass das sozusagen ein bisschen abstrakt definiert wird und man in 2 oder 3 Treffen das schon mal besprochen hat. Kurz vor Closing hat man aber ja schon Gewissheit, dass man gemeinsam gehen will und da setzt man sich sehr intensiv zusammen mit auseinander, wie man eben die ersten 100 Tage macht. Wie sieht das denn aus bei euren Deals mit bestimmten Earnout-Klauseln etc.? Also könnt ihr immer sofort integrieren oder macht ihr das gar nicht, dass ihr mit Earnout habt? Habt ihr immer einen festen Preis, den ihr dann bezahlt für den Unternehmenswert? Nein, also wir arbeiten auch mit Earnouts. Es kommt auf die Situation an. Ja, wozu wird ein Earnout typischerweise verwendet? Ein Earnout wird typischerweise dafür verwendet, wenn das Ergebnis einer Firma, ich würde sagen, entweder unsicher ist oder jemand einen Hockeystick, quasi eine sehr ambitionierte Planung vorlegt, die man sozusagen in dem Moment noch nicht verifizieren kann. Dann ist ein Earnout wahrscheinlich angebracht. Ein Earnout wäre auch angebracht, um sozusagen einem Unternehmer nochmal einen Anreiz zu setzen, mit dem Unternehmen eben weiter Gas zu geben. Ja? Das heißt, wir arbeiten in der Tat mit Earnouts nicht bei jeder Transaktion, aber ich würde sagen, bei denen, wo eben die Ergebnisse sehr stark nach oben gehen und das sehr schwer überprüfbar ist, ist das ein gutes Instrument für beide Seiten, weil eben beide Seiten dann nicht enttäuscht sind. Ja, wenn nämlich der Unternehmer dann einen niedrigen Preis erhält, weil seine Planung schwer verifizierbar ist, dann würde er das Unternehmen nicht veräußern. Und wir wären ja sozusagen enttäuscht, wenn die Planung nicht einträfe. Das heißt, das ist dann eigentlich ein Win-Win. Und dann würdet ihr bei den Earnout-Zeitraum das Unternehmen noch eigenständig halten? Oder, Matthias, wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass ihr auch von der Reporting-Seite sehr gut aufgestellt sind. Habt ihr da Möglichkeiten, einfach über Kostenstellenstrukturen etc. das soweit klar zu machen, dass man den Earnout auch hinterher berechnen kann? Also wie sieht das einfach in der Praxis aus? Also grundsätzlich hast du natürlich vollkommen recht. Wir sind sehr professionell von der finanztechnischen Seite aufgestellt, ein Finance-Team. Aber auch die Kollegen des Investment- und Operations-Teams, die bei uns tätig sind, sind da natürlich absolute Profis. Und da kann Sergej sicherlich mal was zu sagen, wie wir das Monitoring dort machen. Man einigt sich auf ein Set an Zahlen, also man hat ja in der Buchhaltung sozusagen die ganzen Konten, auf die einigt man sich im Vorhinein, dass keine weiteren Konten sozusagen dazukommen, aber auch keine gelöscht werden. Das heißt, man einigt sich auf eine Methodik und die zieht man dann durch. Dann gibt es natürlich 1000 spezifische Sachen, wie zum Beispiel Intercompany-Umsätze. Was ist, wenn jemand sozusagen intern fakturiert und dann nicht extern? Und über solche Themen muss man sich unterhalten, aber im Vorhinein. Im Grundsatz ist es so, wenn der Earnout kommt, dann freuen sich alle. Weil dann hat nämlich die Firma den Plan erfüllt und der Earnout wird meistens so strukturiert, dass sich beide freuen, wenn der Earnout kommt. Wenn der Earnout nicht kommt, dann freut sich keiner, weil dann freut sich eben der Verkäufer nicht, dass der Earnout nicht gekommen ist und wir freuen uns auch nicht, weil der Plan nicht eingetreten ist. Das heißt, das sind die Grundsätze und ich glaube, nach denen handeln wir. Es hat sich in der Vergangenheit, haben wir häufig Earnouts gehabt und als wir die zahlen mussten, waren wir happy, weil sich da alles manifestiert hat und die Beziehung zu den Unternehmern und zu dem Management-Team wird dadurch einfach besser. Das andere ist natürlich das, was passiert operativ in dem Unternehmen. Sergej hat es ja vorhin mal angedeutet, wir machen dann so einen 100-Tage-Plan. Und für uns ist es natürlich ganz wichtig, dass sowohl die Plattform als auch die Add-ons diese 100-Tage-Pläne erfolgreich umsetzen. Und wir möchten ja auch, dass die Ziele, die mal für das als Basis des Earnouts definiert worden sind, erreicht werden. Und das machen wir, indem wir bestimmte
Prozesse anstoßen in den Unternehmen. Und das ist auch der Mehrwert, den wir als Private Equity House bringen. Also Sergej kann da sicherlich gleich nochmal tiefer drauf eingehen. Wir haben so eigentlich so vier Kernprojekte, die wir sehr häufig definieren. Das sind so Sachen wie operative Exzellenz. Wir schauen uns also tatsächlich die Organisation der Unternehmen an. Wo kann etwas optimiert werden? Im Bereich Pricing haben wir die richtigen Preismodelle auf der Vertriebs- und Bezugsseite. Wie sieht es aus mit der Digitalisierung? Und Nachhaltigkeit, ESG, ist für uns sehr wichtig. Das heißt also nicht nur, ESG wird ja häufig mit Klima gleichgesetzt, sondern neben der Klimakomponente auch die soziale Komponente, was Mitarbeiter in den eigenen Unternehmen angeht, aber auch in der Lieferkette und alles das, was Compliance-Themen sind. Und diese Projekte, die wir dort anstoßen und die das Management operativ vielleicht mit externen Beratern umsetzt, die sorgen dafür, dass die Unternehmen einen wahnsinnigen Mehrwert generieren können im Grunde genommen. Aber Sergej, da kannst du sicherlich besser drauf eingehen. Ja, lass mich kurz noch mal auf den Punkt zuvor eingehen. Es geht ja, wie Sergej eben schon gesagt hat, darum, dass man für alle den Mehrwert schafft und dann sind alle happy. Die Frage zielt eher darauf ab, wie macht ihr es dann praktisch, weil der Earnout ja in ambitionierten Planung, die ich in der Regel ja auch sehe, dann die Regel ist und einfach nur die Frage, wird mein Unternehmen dann sofort integriert oder schafft ihr das über Reporting, das soweit transparent zu machen, dass ihr die Integration hinbekommt? Also es kommt darauf an, ob das Unternehmen eben eigenständig in der Plattform agiert oder ob das Unternehmen integriert wird. Es ist natürlich deutlich einfacher zu tracken, wenn das Unternehmen eigenständig mit den Gesellschaften, die man erwirbt, bestehen bleibt. Mhm. Das ist deutlich einfacher zu tracken. Es ist aber auch kein Problem, wenn ein Unternehmen integriert wird in ein bestimmtes Konstrukt, sei es jetzt rechtlich integriert wird oder operativ oder kommerziell, weil man sich ja im Vorhinein auf die Methode einigt sozusagen. Und es gibt auch Fälle, wo man zunächst davon ausgeht, dass die Firma nicht integriert wird und dann merken die beiden Unternehmer, das sind ja am Ende immer Unternehmer und Managementteams, die zusammenarbeiten, dass es vielleicht doch Sinn macht. Und dann setzt man sich zusammen und schaut, ob diese Methodik noch gilt oder wie man diese Methodik anpassen kann, um den Earnout zu tracken. Also wir haben bei uns in den Firmen, in den Plattformen, wo wir diese Buy-and-Build-Strategie fahren, sehr häufig Earnouts. Mhm. Ich habe bislang noch keine Beschwerde bekommen, dass der Earnout nicht trackbar war oder sich da irgendwelche Unterschiede ergeben. Okay, ich glaub, perfekt. Die wirklich die größten Punkte sind, glaube ich, die interne Fakturierung oder das Hinzuziehen von Mitarbeitern aus anderen Teams, wie da die Kosten- und Umsatzverteilung ist. Ich glaube aber, da einigt man sich sehr schnell, weil ja die Leute wissen, dass da ein Mehrwert geschaffen wird. Ja. Aber das sind so häufig die Themen. Also Intercompany-Themen sind die häufigsten. Okay, super, perfekt. Das heißt, ich brauche keine Angst haben, auch wenn mein Unternehmen als Add-on integriert wird, dass mir irgendwas verloren geht. Über die Themen wird man sich einig. Und jetzt hat Matthias gerade schon gesagt, es gibt aber einige sehr operative Vorteile, die ihr macht. Ja, wollt ihr das nochmal ausführen? Was sind noch so operative Vorteile, die dann ein Unternehmen auch hat, wenn es mit euch ins Geschäft kommt? Also ich glaube, den ersten Vorteil, und das sehen wir sehr häufig bei Unternehmern, ist, dass wenn Unternehmer keinen Sparringspartner haben oder sehr eigenständig agieren, dann fehlt ihnen häufig so ein bisschen die externe Perspektive. Und was wir machen ist, wir haben einen Beirat bei den Unternehmen, den wir sozusagen installieren. Da ist dann jemand von uns dabei, aber auch Industrieexperten, die man sich gemeinsam mit dem Unternehmer bzw. Managementteam aussucht. Ja, da stehen wir in enger Absprache. Die müssen natürlich immer einen Mehrwert bieten. Und wir treffen uns dann ja so 6 bis 8 Mal im Jahr, um eben verschiedene Themen zu besprechen und sind da beratend tätig in diesem Beirat. Jetzt ist es so, und darüber hinaus gibt es ja die Themen Finanzierung und Unternehmenszukäufe. Da sind wir auch häufig involviert und helfen den Unternehmen da, weil die meisten Unternehmen in der Größenordnung, in der wir uns beteiligen, haben kein eigenes M&A-Team oder die Finanzabteilung ist häufig sehr lean aufgestellt, sage ich mal, wo eine Person sehr viel machen muss. Und da helfen wir natürlich. Das heißt, wenn wir reinkommen, wird natürlich das Reporting gleich verbessert. Wir haben einen Benchmark oder ich sag mal Best Practices von KPI-Sets und wie sowas aussehen muss. Und da geben wir die Tipps, wie man sowas verbessern kann. Und Matthias hatte ja unser Operations-Team angesprochen. Das sind dezidierte Ex-Manager, Ex-Berater, die sehr lange dabei sind in dem Geschäft. Und die unterstützen die Unternehmen bei gewissen Projekten. Ja, das reicht vom Pricing-Projekt bis zur Digitalisierung, bis zu ja, manchmal auch einfach Sales-Themen oder der Einstellung von Zweit- oder Drittlevel-Management, ja.
Und da agieren wir auch als Sparringspartner. Und das wird nur in Abstimmung mit dem Management gemacht, wenn das Management das will. Also wenn das Management sagt, wir brauchen euch nicht in dem Sinne, dann gibt's auch nichts. Dann werden die woanders eingesetzt bei anderen Portfoliounternehmen. Aber wenn das Management das wünscht, dann sind wir sehr happy, da auch zu helfen. Hat es das schon mal gegeben, Sergej, dass jemand sagt, er will das nicht? Ich weiß das jetzt gar nicht. Also ich kenne sehr wenige Leute, die freie Ressourcen ablehnen. Also es gab es noch nicht. Okay. Ja, super. Ich glaube, jetzt ist deutlich geworden, welche Vorteile ihr bietet und wie das aussieht. Und man kann mit euch in Kontakt treten. Was mich noch interessieren würde, ist natürlich, wie lange bleibt ihr investiert? Was ist so für euch so ein Investmenthorizont? Also geht es danach weiter durch andere Fonds? An wen verkauft ihr? Strategische Übernehmer, IPO? Wie sieht das aus? Ja, also der typische Investmenthorizont ist so ungefähr 5 bis 6 Jahre. Würde ich sagen. Unsere Fondslaufzeit, das hat Matthias vorhin gesagt, ist 11+2. Das heißt, wir haben sehr langen Atem. Wenn wir uns beteiligen an Unternehmen, dann schauen wir, wie man gemeinsam das Unternehmen größer macht. Ja, also das Thema Wachstum ist bei uns an vorderster Stelle. Und Wachstum treibt am Ende natürlich auch den Unternehmenswert. Ja, und um den Unternehmenswert zu erhöhen, weil wir uns ja zwischenzeitlich keine Gewinne entnehmen oder Dividenden ausschütten etc., kommt ja der Gewinn für uns ist ja dann im Exit, ja, oder der gemeinsame Gewinn. Weil ich glaube, ein Thema haben wir noch nicht angesprochen, das ist, dass wir eigentlich immer, wenn wir ein Unternehmen erwerben, auch das Management oder die Altgesellschafter oder den Unternehmer mit beteiligen. Das heißt, die Rückbeteiligten partizipieren ja auch bei uns dann, wenn wir dann veräußern. Ja. Mhm. Und dann häufig auch mehr, als das der Fall gewesen wäre, wenn sie ihr Unternehmen gesamt veräußert hätten bei unserem Einstieg. Jetzt ist es so, die Laufzeit hängt ein bisschen auch von der Strategie ab des Unternehmens. Ich habe ja vorhin erwähnt, wenn man Buy and Build macht, dann dauert es häufig länger. Da kann es auch durchaus mal vorkommen, dass man 7 bis 8 Jahre hält, weil man sehr viele Zukaufsmöglichkeiten hat. Und umso mehr Zukäufe man macht, umso mehr Wachstum hat man und umso wertvoller wird die Firma am Ende. Und dadurch, dass wir darauf hinaus sind, eben die Firma möglichst erfolgreich und strategisch wertvoll zu machen, dauert das halt eine Zeit. Jetzt gibt es andere Firmen, die mit 30-40% pro Jahr organisch wachsen und dabei noch sehr profitabel sind. Ja, das findet man nicht sehr häufig, aber sowas gibt's. Und da ist es so, dass die Firmengröße sich ja dann quasi verdoppelt in 2 Jahren oder in 3 Jahren sich dann fast verdreifacht, ja, manchmal. Und da sind die Herausforderungen ganz andere. Da muss man die Organisation nachziehen, man muss Leute einstellen, man muss einfach schauen, dass die Organisation mit diesem Umsatzwachstum hinterherkommt. Und da ist es meistens so, dass wenn sich eine Firma so schnell entwickelt und so schnell strategisch wertvoll wird, das natürlich am Markt auch Beachtung findet und wir sehr viele, ja, Inbounds nennt man sowas. Also wir bekommen sehr viele Kontakt und schreiben Leute an, ja, ob man die Firma nicht erwerben könnte und die entwickelt sich doch so gut. Und dann kann es sein, dass es Sinn macht, wenn ein größerer Investor kommt, beispielsweise, dass man da sich eine Firma verdoppelt oder verdreifacht innerhalb kürzester Zeit, natürlich dann an einen größeren gibt, der dann wieder das nächste Plateau erreicht. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass es so 5 bis 6 Jahre sind, ja. Vielen Dank. Dann kommen wir langsam zum Ende und ich frage immer so nach den Tipps, die ihr vielleicht dann auch für Unternehmer habt, die sich jetzt für das Thema Private Equity mit euch oder vielleicht auch mit einem Konkurrenzunternehmen interessieren. Was wäre jetzt so das Vorgehen oder eure Tipps? Wie sollte man da in Kontakt treten und was sollte man vorbereitet haben? Ja. Vielleicht aus meiner Perspektive ist es für den Unternehmer wichtig, dass er den für ihn richtig geeigneten Partner findet. Es gibt ja, wie du schon gesagt hast und wie wir festgestellt haben, ganz viele verschiedene Private Equity Häuser in verschiedenen Phasen, aber auch innerhalb dieses Universums, in dem wir uns befinden, gibt es natürlich viele verschiedene Marktmitleiter. Und da ist es wichtig, dass der Unternehmer, der eine Beteiligung abgeben möchte, sagt, ich muss den für mich geeigneten Partner finden, der muss vielleicht etwas von meinem Geschäft verstehen, der muss von meiner Größenordnung richtig sein. Da muss ich das Gefühl haben, dass es auch menschlich passt und dass ich auch weiterhin mich noch einbinden kann. Absolut. Ich glaube, das ist wichtig und da kann er halt schauen, da gibt es ganz viele unterschiedliche Quellen, er kann sich im Internet erkundigen, es gibt Verbände wie den BVK, Bundesverband der Kapitalbeteiliger und ähnliches, aber er kann natürlich auch, und das bieten wir an, Gespräche führen. Er kann mich zum Beispiel anrufen, kann mir eine SMS oder E-Mail schicken oder wie auch immer, trifft mich vielleicht auch auf der einen oder anderen Veranstaltung und dann werden wir sehr schnell klären, ob wir ein geeigneter Partner sind.
Und wir sind ja auch sehr transparent und sehr offen und ehrlich und sagen, auch wenn wir nicht der Geeignete sind. Weil es macht für keinen Sinn, weder für den Beteiligungsgeber, für den Unternehmer, mit uns lange Gespräche zu führen. Nach einem Vierteljahr wird klar, was alle vorher schon gewusst haben, das passt einfach nicht. Mhm. Also da sind wir sehr offen und sehr ehrlich. Also das ist meine Perspektive. Sucht den richtigen, geeigneten Partner, sprecht mit den Beteiligungsgesellschaften und klärt sehr zügig, wer ist der geeignete Partner. Und dann führt aber auch die Gespräche konsequent weiter und nehmt euch entsprechende Berater dazu. Super, das ist dann der Wink zu mir. Ich würde auch Matthias dabei pflichten. Also der einzige Weg, um herauszufinden, was man will, ist sozusagen mit sehr vielen Leuten darüber sprechen. Man muss den richtigen Partner finden, aber diese Gespräche, die führen dazu, dass man ein sehr gutes Bild davon bekommt, was man eigentlich will und was die Gegenseite zu bieten hat. Also im stillen Kämmerchen, glaube ich, kann man das nicht entscheiden. Man muss schon herausgehen und mit den Leuten reden. Und du hattest auch gefragt, was man dafür vorbereiten muss. Ich glaube, im ersten Schritt musst du nicht viel vorbereiten, weil die Manager und Unternehmer kennen ja ihre Firma auswendig. Am Anfang reicht einfach ein Gespräch, ein Kennenlernen, wo einfach mal erzählt wird, was man in der Vergangenheit mit der Firma gemacht hat und wo sich die Firma hinentwickeln kann. Und dann findet man zueinander oder eben nicht. Ja, häufig ist es so, dass das vielleicht nicht passt. Mhm. Aber das findet man nur heraus, wenn man eben in Kontakt tritt. Super, also sehr niedrigschwellig. Ich werde eure Kontaktdaten in den Shownotes verlinken. Also wer sich dafür interessiert und das jetzt gehört hat und sagt, ich passe auch hier rein, entweder als Plattform, weil ich einfach stärker wachsen möchte oder vielleicht auch nicht despektierlich verstehen als Add-on, weil das auch Optionen bietet, die man so vielleicht alleine nicht schafft mit der Unterstützung eines Investors, dann gerne auf Matthias oder Sergej zugehen. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mal ein bisschen Licht auch ins Private Equity zu bringen für Unternehmer und interessierte Zuhörer. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Daniel. Hat mir sehr Danke viel Spaß. Dir. Dann euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, auch. Ciao.